Okay. Das war jetzt nicht so schwer zu verstehen. Nofer Maze. Wenn ich darunter springe, lande ich hinter dem Ding. Okay, cool. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Auch gut. Jetzt höre ich wieder Grinding Stone of Stone. Der bleibt ausgeschalten. Der bringt mich wieder an den Eingang. Okay, wieder überall umsehen. Wo sich was geändert haben könnte. Hier hat sich auch nichts geändert. Und ich gehe wieder falsch herum. Hier hat sich nichts geändert. Oh. Da führt ein Weg runter. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich kommen wir so etwas einfacher als Krabbelgebiet. Du darfst mal ein köstliches Stück... Nee, halt, iss mal das hier. Snackfleisch essen, wollte ich schon sagen. Hey, wir haben das Secret endlich gefunden. Gucken wir mal. Frost Arrows. Das ist dein Gebiet. Ist ein Ripple Spell. Eine Münze mal wieder. Ein Precision Dagger. Ninja Gloves. Wie mir gerade so auffällt, dass kaum einer Gloves trägt. Trag du die mal, du hast die wenigsten. Leather Greaves. Warum nicht? Und Crossbow Quarrel. Nee. Das hat hier die Treppe aufgemacht gehabt. Ja, hier runterspringen müsste ich noch. Jetzt müsste ich bloß nochmal überlegen, wie ich da hingekommen bin. Ja, so. So, Federfall und Geronimo. Nett. Essen, das ist schon mal gut. Kannst du gleich vertilgen. Wing Gauntlets, das ist nice. Eine Feuerbombe für dich. Firespell 15. Das ist ein Apprentice Fire Spell. Mhm. Gut. Iron Bassinet. Nee. Okay, das war der Runterfallweg, aber hier kommen wir immer noch nicht rein. Hier wäre der Weg weiter.
Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ach so, weil ja, gut. Ja, ich müsste den Teleporter wieder aktivieren. Jetzt müsste ich nur überlegen, wie aktiviere ich den wieder? Das muss hier rein gewesen sein. Genau hier rein. Du machst hier zu. Das ist okay. Du machst das da nur zu. Ist okay. Das ist der Weg weiter. Nein. Das hat nicht den Teleporter traktiert, glaube ich. Nein, hat's nicht. Das hat den Teleporter traktiert, genau. Danke dafür. Book of Infinite Wisdom. 5 Skillpunkte. Wollte ich eigentlich mal sagen, müsste er kriegen für den. Für Earth Magic. Deswegen. Wobei, die beiden haben bereits gekriegt. Er hat. Ja, die beiden sind Kämpfer, die brauchen eigentlich nicht so wirklich. Also. Und Spellcraft, so. Die Axt im Haus, da sitzt der Zimmermann. Deswegen nehmen wir sie nochmal mit. Und ja, hier ist alles, glaube ich, runtergefallen. Da ist ein Schleim. Ah. Ja, da ist ein böser Schleim. Nein. Autsch. Und hoch. Okay, wir sind wieder hier. Das ist okay. So, trink einfach mal den. Du mach das an. Dann können wir noch mal runter. Dass er jetzt da ist, ist nicht so gut. Aber ist okay. Oh, da geht's da rein. Hi, Jungs. So. Erstmal kurz hier umgucken, dann in die Kisten. Oh, Essen. Ein Wurf durch und
Chitin Gloves. Kannst du mal anziehen, du kannst die nämlich tragen. Tome of Earth. Gain Earth Magic, das ist praktisch. Note, für das Juwel... Für das Juwel der Lebensherausforderung transmutiere die genannte Version. Für das Schwert of Striking Venom. Also ja, wenn man ein Schwert mit Gift will, muss man eine Klinge verändert die Cut mit Cut beginnt. Wahrscheinlich ein Cutlass. Und für Bow of Hard Shells muss man die Schale, die beschützt. Geomancers Gift to mold into. Poison Gland. Poison Gland ist sickly and oozes still, also es bewegt sich noch. Ach, das ist russisch Roulette. Nur die mit der höchsten Poison Resistenz können überleben. So, der Rest interessiert mich nicht, der da drin ist. Licht wieder anmachen. Ja, damit haben wir das auch abgedeckt. Fehlt nur noch wirklich das hier oben. Und das hier mit The Fallen. Only the Fallen may pass. Aber hier gibt es ja noch ein Stück Zeug zu erforschen. Später. Stimmt, das war hier lang und jetzt musste ich hier durch. Genau. Mir fehlt ein Pfeil, fällt mir gerade so auf. Ach ja, an den komme ich nicht mehr ran. Gott, durch den Fackelschein siehst du so lebendig aus. Und das Fenster hier sieht auch irgendwie komisch aus, als ob was dahinter sein könnte. Weg nach unten und wieder Fratzen. Ah ja. Crossbow. Dafür hätte ich die Quarrels gebrauchen können. Ein Rune Wand braucht Air Magic. Bonecrafter Zeug. Und ja, das letzte kann ich noch nicht öffnen, weil ich mir wieder ein Blue Gem fehlt. Das sind wahrscheinlich die Schatzkammern am Ende jedes Dungeons-Levels. Und wahrscheinlich habe ich noch ein Stockwerk höher einen Blue Gem übersehen. Ah, Spinnen. Mal wieder. Ja, der braucht aber wieder was zu essen, aber... Ei. Das war vielleicht nicht so klug.
Okay, das war Overkill. Nee, du kannst im Augenblick nicht zaubern. Ah, noch eine rote. Edge Badge.